Die Situation ist katastrophal. Also man sieht es ja anhand der vielen Überschwemmungen, die uns mittlerweile monatlich begleiten auf der Welt oder anhand der Dürreperioden. Und wenn wir nicht dagegen steuern und was machen, dann sieht es ganz, ganz, ganz düster aus. Ja, mein Name ist Kai und ich bin aktiv im Projekt 500 AKA, das heißt 500 Menschen aktiv für Klima- und Artenschutz in Stadt- und Landkreis Osnabrück. Es geht darum, Menschen zu motivieren, sich aktiv an Klima- und Artenschutzmaßnahmen zu beteiligen. In der Regel veröffentlichen wir Termine über unsere Homepage, über unsere Presse oder über soziale Netzwerke. Und dann können sich die Leute anmelden. Wir planen dann die Anschaffung der Pflanzen. Und am Ende haben dann vielleicht 30 Leute gemeinsam so ein neues Biotop erstellt. In den letzten Jahren haben sich über 3000 Leute beteiligt. Also ursprünglich wollten wir mal 500 erreichen, 3000 sind es geworden. Wir haben diverse Streuobstwiesen geschaffen, wir haben Waldaufforstung durchgesetzt. Es gab tatsächlich Leute, die haben so viele Bäume gepflanzt, dass die ihr Leben lang ihren CO2-Konsum um 40% kompensiert haben. Also es ist eine riesen Verkettung ganz unterschiedlicher Biotope, die häufig auch so angelegt worden sind, dass die eine Vernetzungsstruktur schaffen, weil das ist auch etwas, was in der Natur dringend benötigt wird. Aber letzten Endes ist es ein Projekt, um Menschen zu begeistern und mit in die Erstellung von Biotopen einzubinden. Die Biodiversitätskrise, also das Aussterben der vielen, vielen Arten, ist aktuell um ein Vielfaches bedrohlicher als die Klimaerwärmung. Die Aussterberate ist aktuell, wird so geschätzt, um etwa das 500-fache erhöht, als es bei einer ganz normalen Evolution wäre. Das ist die Situation, die ist erstmal nicht schön und trotzdem gibt es echt viel, was man dagegen machen kann und das tun wir. Ich engagiere mich, weil ich die Nase voll habe, dass es so langsam im Klima- und Artenschutzbereich vorangeht und da ist jeder Einzelne gefordert und deswegen möchte ich da was machen.